Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema, wie du aus deinen tausend Interessen ein E-Book schreibst und das dann auch noch toll vermarktest. Und ich bin Diana Grabowski, Ideenheldin und Business Coach und unterstütze vielseitige Menschen dabei, aus ihren tausend Ideen und Projekten ein erfolgreiches Business zu gestalten. Und ich habe heute hier im Gespräch Tom Oberbichler, Buchautor und Bestsellerautor, und ich gebe gleich mal das Wort an dich. Ja, danke für die Gelegenheit, liebe Diana. Ich denke mir, aus meiner Erfahrung als Buchmentor weiß ich, dass gerade für Menschen, die ganz viele Ideen haben, so in einem Buchprojekt eine Chance drinnen liegt, nämlich die mal eine von den vielen Ideen auszuwählen, ihr für einen bestimmten abgegrenzten Zeitraum die volle Aufmerksamkeit zu geben und da einerseits Platz im Kopf zu machen und andererseits auch aus den vielen Ideen mal ein Produkt zu erzeugen. Und da werden wir nächste Woche in dem Webinar, das wir gemeinsam machen, am Mittwoch, den 6. April ab 18:30 Uhr, drüber reden. Und heute geht es ein bisschen darum, euch zu verraten, was dort auf euch wartet und euch Lust zu machen, uns da zu begleiten. Genau. Und so die Frage, die du dir so als Ja. vielseitiger Mensch bestimmt auch stellst, ist, ja, wie finde ich jetzt das richtige Thema oder wie kann ich mich aus diesen vielen Ideen überhaupt entscheiden für ein E-Book und muss ich das überhaupt entscheiden? Was gibst du, wenn du so eine Frage bekommst, was gibst du da für eine Antwort? Ich fange immer mit dem Warum an bei diesem Thema. Also was, auch wenn das Buch schon als, wenn klar ist, du willst ein Buch machen, es gibt so viele verschiedene Gründe, ein Buch zu machen. Willst du jetzt mehr Kontakte generieren? Willst du dich als Expertin positionieren? Willst du ein Produkt machen? Und da drinnen liegt schon der erste Schlüssel für die Antwort auf die Frage und der zweite liegt darin, für wen willst du das machen? Ja, für wen willst du dein Buch schreiben? Wenn du die beiden Dinge zusammenführst und mischst, dann hast du deine Antwort in der Regel relativ schnell. Ja. Dann kommt noch die Marktforschung und die weiteren Schritte. Ah ja, genau, da sprichst du auch ein Thema an, darum wird es ja auch in unserem Webinar gehen. Das Buch zu schreiben ist die eine Sache, aber es dann auch zu vermarkten. Ne, da werden wir dann auch über Strategien oder Möglichkeiten Ja. sprechen, ne, wie man das angeht. Magst du da vielleicht auch schon mal so ein bisschen Lust machen oder einen Ausblick geben, was dann da kommen wird am Mittwoch? Naja. Einerseits ist es natürlich wunderbar, ein eigenes Buch geschrieben zu haben und das vielleicht auch als E-Book oder auch als Taschenbuch heute ganz einfach in der Hand zu haben. Nur die meisten Menschen wollen ja auch, dass es andere lesen und vor dem Lesen kaufen. Und weil, egal, also es geht nicht nur um die Einnahmen, die du erzielen kannst, es geht ja auch darum, dass du eine Wirkung erzielst mit dem, was du tust und dass du realen Menschen helfen kannst. Und da ist halt meine Erfahrung, je früher du im Prozess des Buch Projekt, dass du beginnst, da eine Strategie dir zu entwickeln, da kannst du dann in meinem Zuge vor allem über Netzwerken und Social Media Marketing Strategien, dir einen schönen, wo du mit deiner Community Aufbau arbeitest und dann selbst einen Launch wirklich gut planst und dann halt dein Buch mit einem schönen Wumms in die Welt schickst und so einen richtig schönen Startschubs abgeht. Und denk mal, wir werden in der halben Dreiviertelstunde, die wir da haben im Webinar, nicht alle Details besprechen können, aber du wirst sehen, wenn du dich auch anmeldest, du kommst gleich nach der Anmeldung zu einem Fragebogen, wo du auch die Gelegenheit hast, uns schon im Vorfeld deine spezifischen Interessen nochmal anzumerken und dann werden wir natürlich darauf eingehen am nächsten Mittwoch, wenn wir darüber sprechen. Und das Schöne ist ja auch, wir sind ja beide auch so vielseitige Menschen und wissen auch, ne, was da Ja. wirklich, ne, was die Herausforderungen auch sind, ne, da dran zu bleiben, so ein E-Book zu schreiben. Also da können wir dann auch beide ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, Ja. ne, was da so unsere Strategien sind, wie wir damit umgehen, wirklich dran zu bleiben und dann hinterher wirklich ein Produkt zu haben, wo wir sagen, so, das kann jetzt raus mit einem Bums, wie du es so schön gesagt hast, mit Genau. großem Trommelwirbel. Und da geben wir euch dann auch Tipps und Tricks mit an die Hand, wo ihr dann wirklich mit einem Tamtam auch euer Produkt in die Welt bringen könnt und viele andere Menschen damit bereichern und beglücken könnt. Ja. Ja. Ich freue mich schon sehr und ich hoffe, dass du dabei bist und dieses Angebot von der Diana und mir nutzt. Möchte ich schon sagen, es ist ein einmaliges Angebot. Wir machen das jetzt hier im Anfang April und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und dein Buch auch zum Bestseller machst.
Ja, genau. Also nochmal hier zusammengefasst, am Mittwoch, den 6.4. um 18:30 Uhr. Den Link zum Webinar wird der Tom euch auch hier unten rein in die Beschreibung schicken, sodass ihr euch direkt anmelden könnt. Und ja, ich freue mich auch auf dich, wenn du dabei bist. Und wir werden eine Menge Freude haben und Genau. viel Input rausgeben und ja, eine schöne Zeit gemeinsam mit dir haben. Genau, und wenn du direkt eingibst www.b-wonderful.at/Ideenhelden, dann kommst du auch direkt zur Webinaranmeldung. Ah ja, super. Bis nächste Woche am Mittwoch um 18:30 Uhr. Bis nächste Woche. Tschüss.